Guten Morgen, meine lieben Zuschauer und erstmal recht schönen Dank an alle neuen Abonnenten und an euren Kommentaren. Einige habe ich beantwortet, andere werde ich noch beantworten. Ich kann nicht alle beantworten aus zeitlichen Gründen. Ich denke mal, vieles ist ja auch schon in den Videos hier gesagt. Und klar gibt es natürlich andere Meinungen und manche Meinungen sind hier meiner Meinung. Und so ist das nun mal in der Demokratie und deswegen mache ich ja diese Videos, um auch hier mal eine kritische andere Seite zu sagen, wie heißt der, Julian Reichelt oder Tichys Einblick, Peter Weber, die hier auch kritisch mal berichten zu dem Mainstream ARD, ZDF, wie gestern Abend auch wieder hier bei Maybrit Illner, wo dann hier, wer war da, Muhammad Ali von BSW, der alte Herr Ischinger und Herrn Röttgen, Lars Klingbeil, der die AfD als Nazi bezeichnet. Mich wundert ja schon, dass er gestern nicht auch gesagt hat, die BSW sind auch Nazis, die werden wir bekämpfen. Hat mich schon gewundert. Und dann noch eine so eine Friedensforscherin. Aber es war wieder mal 5-1, also alle gegen Muhammad Ali von der BSW. Aber ich finde, sie hat sich sehr gut geschlagen, hat sehr gut dagegen gehalten, hat das argumentiert, warum man aus dem Bundestag rausgegangen ist, geschlossen mit der AfD. In diesem Punkt arbeiten die, sind sie zusammen mit AfD, weil die gegen Waffenlieferungen, gegen weitere Eskalation im Ukraine-Krieg mit Russland, Atommacht Russland. Aber meine große Befürchtung, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf bei YouTube, werden wir sehen, ob das kontrolliert wird. Wir sind eigentlich schon im dritten Weltkrieg. Wenn man mal sieht, es bekommt ja Zelensky wieder neue Gelder. Alles ist hier wieder genehmigt, neue Waffen, Macron liefert Mirage-Kampfflugzeuge, da geht das los. Hier Frankreich, Macron hat auch Atomwaffen, hier in Deutschland sind ja amerikanische Atomwaffen gelagert und der Krieg wird jetzt weiter eskalieren. Taurus-Raketen ist jetzt auch eine Frage der Zeit. Herr Rodewig möchte ja auch hier Krieg nach Moskau tragen. Baerbock erklärt Russland auch den Krieg vor vielen Monaten. Keiner redet von Frieden, außer die Nazi-Parteien, ne? Wagenknecht und Alice Weidel und die AfD sind die einzigen Parteien, die hier von Friedensverhandlungen und Waffenstillstand erstmal, dass keiner mehr da sterben muss. Aber das ist von Amerika, das ist von dem Westen nicht gewollt. Man möchte, ne, ist der Krieg, Stellvertreterkrieg auf ukrainischem Boden, hier Waffen, neue Waffenlieferungen, es werden vielleicht Drohnen, sind ja eh schon da, sind auch schon NATO-Soldaten ohne Uniform hier in der Ukraine, die mitkämpfen. Ukraine nimmt an NATO-Übungen dann teil, schon seit 2014, könnt ihr ja mal googeln. Und ja, so sieht die Lage momentan aus und man plant jetzt die nächsten 10 Jahre, wird man Ukraine für den Wiederaufbau, sagt man, obwohl die Ukraine hier kurz und klein geschossen wird, plant man den Wiederaufbau. Nein, das ist für neue Waffen, damit die Ukraine auf Kredit mit russischem Geld, Zinsen irgendwie, auch so ein Ding, dass jetzt hier russisches Geld genommen wird, um Ukraine hier mit neuen Waffen zu beliefern. Und die großen Profiteure sind natürlich die amerikanischen Waffenhersteller. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Martin oder hier Boston Dynamic, Boeing, oder, ne, der große Waffenhersteller und bei uns hier Rheinmetall und Krauss-Maffei hier in Deutschland. Das sind die ganz großen Gewinner, die jetzt hier, ne, jeder Krieg hat ja auch Gewinner und, das, und die finanzieren das ja auch weiter. Und die Ukraine ist ja, war ja schon vorher das ärmste Land hier in Europa und die hätten den Krieg überhaupt nicht leisten können. Die hatten überhaupt keine Waffen gehabt und die mussten hier Waffen auf Kredit einkaufen und der Kreditgeber ist dann hier Amerika und die das zurückzahlen sind dann wir Europäer. Wir bezahlen das mit teuren Tankpreisen, mit teuren Lebensmittelpreisen, mit teuren Strom- und Gaspreisen. Keiner sagt mehr was zu Nord Stream 2, der größte Anschlag auf hier, auf die deutsche Wirtschaft. Und wenn man da Joe Biden vor Jahren gehört hat, ja, wir haben Mittel, um das hier, sollte Putin angreifen, dann haben wir auch Mittel, hier dieses Nord Stream 2 zu sprengen, was ja auch passiert ist, wo Olaf Scholz schweigend daneben stand. Und klar ist
geht das nicht, dass Putin hier die Grenzen überschreitet und dann hier angreift. Ja, aber wie gesagt, Putin hat ganz klar auf der letzten Sicherheitskonferenz, wo er daran teilgenommen hat, ihr sollte hier dieser rote Faden überschritten werden. Man muss auch da Putin mal hören oder auch die Sicherheitsaspekte von Russland akzeptieren und respektieren. Das ist irgendwie respektlos. Und er hat gesagt, die Ukraine muss neutral bleiben. Die kann nicht in die NATO. Die hat ihre Satzung da geändert. Und Merkel war doch selber dagegen, dass die Ukraine in die NATO kam. Warum wohl? Das weiß ja auch keiner. Wird ja auch nicht gesagt, ne? Und nochmal, zu den Bedingungen von Zelensky oder von Amerika oder von dem Westen, wird das nicht geschehen, dass Putin die Krim zurückgibt. Warum nicht? Weil da die Schwarzmeerflotte ist. Selbst Luhansk Donetsk ist ja zu 90% mit russischen Staatsbürgern bewohnt, die auch zu Russland gehören wollten. Vielleicht muss man das abtrennen, vielleicht braucht man erstmal hier so eine Trennung wie hier in Deutschland, aber erstmal Waffenstillstand und Frieden zur Handlung. Aber das ist ja gar nicht gewollt von der NATO, von Amerika, die ja hier führend sind. Hier muss ganz klar der Präsident mit dem anderen, mit also Trump oder Biden, aber ich habe auch die große Befürchtung, dass Trump da auch nicht so mitmacht. Weil er wird ja auch, da muss man sehen, das ist jetzt meine große Hoffnung, dass wir unter Trump vielleicht hier einen Vertrag sehen, Waffenstillstand vielleicht erstmal mit Putin. Das ist ein großes Fragezeichen dahinter, weil in Amerika, da sind es ja auch große Firmen, große Mächte, die dahinter stehen und die daran auch profitieren. Ne? Aber ich wollte eigentlich ein ganz anderes Thema machen, und zwar die neuesten Wahlumfragen. Ja, wer neu ist, lasst ein kostenloses Abo da, teilt das Video, schreibt Kommentare drunter, aktiviert die Glocke, und ich gehe mal hier wieder bei Wahlumfragen und neuesten Trends, hab nochmal kurz die Europawahl, die letzten Endergebnisse, wie das jetzt hier alles sich weiterentwickelt nach der Europawahl. Macron tritt zurück. Oder er tritt ja nicht zurück, er ist ja französischer Präsident, er ist ja bis 27 gewählt, er hat die Nationalversammlung jetzt aufgelöst, oder nur er ist ja Präsident wie unser Bundespräsident und sagt jetzt hier, ich habe das aufgelöst, weil ich keine, er hat ja eh keine Mehrheit da im Nationalrat und Nationalversammlung, ich weiß nicht, wie das da heißt. Kann ich ja mal in die Kommentare reinschreiben. Und Le Pen hat ja da mit, Front National, haben die ja ganz klar da gewonnen, wollen mit der AfD nicht mehr zusammenarbeiten hier im Europaparlament. Das wird sich auch noch zeigen, da müssen sich andere Größen wieder finden. Und wir werden sehen, wie jetzt hier die nächsten Umfragen sind. Ich schalte mal um zu unserer Umfrage. So, meine lieben Zuschauer, jetzt habe ich hier die neuesten Umfragen. Ich gehe mal hier erstmal rein, Bundestagswahl. Gucken, was jetzt hier aufklappt. So, das ist jetzt hier der Trend. Ich mache jetzt hier nur, ich gehe oben nicht rein, also wie die neu sind. Hier haben wir ja verschiedene, Allensbach, Ipsos, GMS, ich bleibe jetzt nur mal hier bei Forschungsgruppe Wahlen, nehme ich mal an. Ja, bleibe ich da mal rein und dann gehen wir mal hier 13.06., also gestern. Na, also die CDU, CSU bleibt bei 30%, AfD plus minus 0 bei 16%, Grüne bei 14% plus 1%, SPD 14% minus 1%, und das Erstaunliche ist ja jetzt hier die Wagenknecht-Partei, schon bei 7%. Haben die FDP überholt, die Linken werden gar nicht mehr aufgezeichnet, aber sonstige 14%. Darunter ist ja auch hier unsere Werteunion und diese, weil wir ja hier die 5%-Hürde haben, werden diese 14% auf alle Parteien umgelegt. Das muss euch bewusst sein, wenn ihr Parteien wählt, die 5% nicht erreichen können. Da wäre vielleicht mal auch interessant, wer sind, ich weiß nicht, was da passiert. Ob da unsere Parteien aufgezeigt werden, leider nicht. Nee. Müssen wir dann nochmal genau hier auf. Ne? Das wären dann hier Sitze 630, obwohl wir momentan 735 haben wir jetzt. Ne?
Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Ne? Wir haben mehr als das Europaparlament. Europaparlament ist ja jetzt von 705 auf 720 jetzt raufgeschraubt worden. Ich glaube, wegen Großbritannien, weil die da ausgeschieden sind mit dem Brexit. Und das wären jetzt die möglichen Koalitionen. Ne? Ja. Schwarz-Gelb wäre auch noch möglich. 40, ja, kommt drauf an, wie das hier verteilt wird. Aha, 5,8% anteilig. Noch dann irgendwie umgerechnet. Oder das wären dann hier die möglichen Koalitionen, ne, GroKo. Und das wäre die Grüne, was am wahrscheinlichsten ist. Da hier ist die Brandmauer. Das wird nicht stattfinden, kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre dann hier, da haben wir noch Plus, Minus. Ja, genau. Plus 5,8, plus 5,6, minus 0,7. Also die Grünen halten sich. Das sind unsere neuen Reichen, die davon profitieren, von den ganzen Heizungsgesetzen und Elektroautos und die hier Eigenheim besitzen und eine Solaranlage auf dem Dach haben. Die wählen hier die Grünen, aber die verdienen auch gut. Das sind zwei Gehälter, haben eine Ferienwohnung, fahren zweimal in Urlaub und. SPD ganz klar verloren, 11,7. Aus dem Stand 7% und FDP minus 6,4. Ja, und Linke werden gar nicht mehr aufgeführt. Linke fallen dann schon unter Sonstiges. Ne? Okay, das war jetzt hier Bundestagswahl nach Forschungsgruppe Wahlen. Dann gehen wir mal, ja, ich mache oben die Reihenfolge, oder machen wir mal Europawahl. Nee, das kommt, ich gehe jetzt hier so durch, ne? Also Sachsen-Anhalt. Also könnt ihr ja auch hier euch aufrufen. Ich mache das jetzt mal für Leute, die das nur anhören wollen. Neueste Umfrage, Landtagswahl Sachsen-Anhalt, 13.06. CDU 31% minus 1, AfD 30% knapp dahinter, plus 1, BSW 13% schon. Das ist erstaunlich, wie die, das ist eigentlich nur Ein-Mann-Partei, weil die nächsten Leute dahinter kennt man eigentlich nicht, vielleicht noch einige aus der linken Partei, aber die neuen sind ja genauso unbekannt wie bei der Werteunion. Und plus 3%, das ist schon bei 13. SPD verliert auf 7, also minus 1, Linke unverändert bei 5, FDP 4, Grüne 4, wären also gar nicht mehr dabei und sonstige 6, ne? Weil man ja die 5%-Hürde hätte, ne? Wären auch hier nicht aufgeführt. Von 83 Sitzen wären diese, ne? CDU, AfD, CDU mit Wagenknecht. Auch mal, das hat sich gestern schon so fast angehört, wie Herr Röttgen gesagt hat zu der Muhammad Ali. Ja, in den Punkten, einigen Punkten haben wir ja doch schon Überschneidungen, ne? Aber kann ich mir nicht vorstellen, weil das ja auch Linke 2.0, und das spricht ja Sarah Wagenknecht, muss ja da auch noch ganz damit zustimmen, weil die hält ja hier in der Partei die Fäden in der Hand. Das ist ja auch eine Ein-Mann-Partei, ne? Wie bei Lindner, bei der FDP. Gehst du mal hier so durch. Das ist auch nochmal interessant. CDU verliert, minus 6,1. AfD plus 9,2. Aus dem Stand 13%. 1,4. Die nehmen natürlich in anderen Parteien natürlich auch hier die Prozente weg. Aber trotzdem hat die AfD noch Zugewinne. Und die anderen haben alle verloren. Seht ihr das? Alle verloren. Und das sind dann vielleicht ja die, ja, ein bisschen mehr als die 9%, ne? 6, das sind ja schon 12. Ja, ne? Das ist schon, das war in Sachsen-Anhalt. Jetzt gehen wir nach Baden-Württemberg. 13.06. CDU unverändert 30, Grüne minus 4% auf 19, AfD minus 1 auf 15, drittstärkste Kraft in Baden-Württemberg. Vor der SPD, ne? 12, Wagenknecht aus dem Stand 7. FDP bei 7, Linke raus, sonstige 7. 120 Sitze sind hier zu verteilen. Das wären die möglichen Koalitions. Ne, haben wir ja jetzt schon, ne? Obwohl Baden-Württemberg ist ja nicht grün. Ah, okay. Das wäre dann schwarz-grün und nicht grün-schwarz, ne? Wäre der Kretschmann, der wäre dann weg, ne? Deutschlandflagge. Okay, und haben wir noch plus minus, ja genau, minus plus 5,9, minus 13,6 in Baden-Württemberg.
plus 5,3, plus 1,0, aus dem Stand 7, minus 3,5, minus 6 die Linke und unter 5% Hürde in Baden-Württemberg. Europawahl nochmal hier aktuell, gucken wir, der aufklappt. Genau, das sind nochmal die neuen. CDU kleine, leichte Zugewinne von 28, ist ja ein toller Erfolg. AfD 4,9, SPD minus 1,9, also schlechtestes Ergebnis seit Bestehen. Grüne minus 8,6, aus dem Stand 6,2 für die Wagenknecht-Partei. FDP verliert leicht, Freie Wähler gleiches Plus, 0,5, Linke minus 2,8. 2,7, Volt 1,9, auch sehr erstaunlich, die Partei auf 1,9 und Tierschutzpartei bleibt bei 1,4. Das war der Wahltrend. Ja, ist ja fast schon deckungsgleich, ne? AfD, alle hier Kopf auf, das haben wir ja hier auch. Na, 15, ja, ein bisschen zweitstärkste Kraft bei der Europawahl. Okay, dann gehen wir weiter nach Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben ja noch einige Länder vor uns. Ich mache das hier mal ein bisschen schneller, damit das Video nicht so lang wird. Ne? AfD minus 4, SPD minus 4, Familien beide. CDU gewinnt 2,0. Aber ne? BSW aus dem Stand 14. Schaut euch das mal an, die Wagenknecht-Partei. 14% überholt die ganzen anderen hier. Das ist natürlich auch schon eine ganz klare Ansage hier, ne? Von 71 Sitzen spielt hier schon eine sehr große tragende Kraft, ne? Also da wird sich einiges da entscheiden, ob die hier mit der AfD zusammengehen oder hier. Haben wir gar nicht eine AfD und Dings haben nicht die Mehrheit. Ne. Das wird nicht passieren und Schwarz, das Ding wird auch nicht passieren, könnte gar nicht, AfD. Ja, das sind denn hier plus minus, minus 16, plus 8,3, plus 6,4, aus dem Stand 14, minus 0,3, minus 4,9, minus 1,8. Das war Mecklenburg-Vorpommern. Gehen wir nach Brandenburg. Vom 24, ja, ein bisschen älter. Na gut, ich denke, das habe ich schon mal gebracht, weiß ich nicht, aber ich nehme mal die Zahlen, kaum Veränderungen, also die AfD stärkste, Wagenknecht hier auch 13%, Grüne, das sind die Koalitionsmöglichkeiten und hier nochmal plus 1,5, plus 3,4, 7,2 sind natürlich nur Wahlumfragen und da muss man natürlich hier, sehen, wenn ich jetzt die andere anklicke, dann hat man vielleicht andere Werte, aber so der Trend ist ja nur, ne? Aber ne? Meistens stimmen die Wahlumfragen, haben wir jetzt auch gesehen, zur Europawahl. Bayern vom 7.5., CDU 41, Freie Wähler 15, AfD minus 2% runtergefallen, Grüne 13, noch viertstärkste, SPD 7, Wagenknecht nur 3, 2, da kommst du noch nicht so stark. Ja, weil die hat auch wenig Personal. Das ist noch nicht so verbreitet. Und Bayern ist ja auch sehr konservativ. Da ist ja halt CSU und ja, ne? Gut. Ist halt jetzt so plus 4,0, minus 0,8, minus 1,4 bei den Grünen, minus 3,6, minus 1,4 aus dem Stand 3, minus von, ja, das ist hier in Bayern. Dann haben wir Saarland. Am 4.5. SPD plus 1 auf 3,6. CDU plus 5. BSW aus dem Stand 9% im Saarland. Das ist ja erstaunlich. Mehr als die AfD. AfD verliert 14%. Das ist natürlich, das ist vielleicht hier, wow, ne? Das ist schon eine Ansage. Ne? Aus dem Stand 9% holen. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das hier so seht, ne? Bayern kaum, aber hier im Saarland, im Westen, sehr stark, sehr, ne? Könnten eben den Grünen, der Wagenknecht vielleicht vorschweben würde, das kommt nicht so in Frage, das ist vielleicht eher groß, aber die Grünen hier, ja, ne? Minus 7,5, minus 0,5, aus dem Stand 9%, plus 2,8, trotzdem noch gewonnen.
Okay, ja gut. Wir werden sehen. Das muss von dem Osten auf den Westen noch überschlagen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt, weil der Westen zieht ja immer ein bisschen nach. Jetzt gehen wir wieder nach Thüringen, wo jetzt demnächst gewählt wird. 1.5. Ah, ist noch ein bisschen alt, ne? Das ist jetzt 30 CDU, ne? 20 minus Wagenknecht plus 3,0, 16%. Linke auch 16, SPD abgefallen, ne? Die FDP, Grüne gerade noch 5. Ja, das ist hier schon 6,6 minus 1,7, aus dem Stand 16% die Wagenknecht-Partei. Linke verlieren 15, also hier ist ein Austausch, findet hier statt. Das hier ist nach da gerutscht. Ja, das war jetzt hier in Thüringen. Dann gehen wir mal nach Hamburg. Ja gut, Hamburg ist jetzt eigentlich, die haben ja gerade gewählt. Gehen wir mal so kurz hier so drüber. Ist ja, ne, 29.04. 30. Wagenknecht 2%. Na gut, dann ist er doch noch. Minus 7,2. Das ist eigentlich immer interessant, ne? Okay. Ah, ne, in Bremen wurde gewählt. Entschuldigung, 2,7 plus 7,3 plus 3,2, aber immer noch ein Plus bei der AfD, CDU. Ne, und aus dem Stand 2% in Hamburg. Und dann kommen wir jetzt zu meinem Land, Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst, schauen wir mal, mit Herrn Dr. Vincent. Ja, minus 3%. Oh, das ist nicht gut, ne? CDU plus 3 auf 38, SPD plus 1 auf 19, Grüne, Wagenknecht auf 3 aus dem Stand, FDP 5. Ja, das ist jetzt hier halt Nordrhein-Westfalen, ja, weil früher war es immer hier SPD-Land, Arbeiter, aber ne, CDU 2,3, SPD minus 7,7, Grüne minus 5, okay, trotzdem noch ein Plus, aber zur Wahl, ne, immer noch ein Plus dabei, ne? Aber das schwankt dann halt mal, aber schon eine Ansage hier, ne? Hessen wurde ja letztes Jahr gewählt, meine ich. Achte, muss mal Hessen anklicken. Ja, Hessen, 4.6. Ja, zweiter Platz. Da hat man noch keine Plus-Minus. Wurde ja gewählt. Was sind denn hier die Zahlen? Aus dem Stand 4, die BSW, CDU plus 1, AfD minus. Das war in Hessen. Und dann gehen wir weiter nach Berlin. Da wurde ja auch vor kurzem nochmal neu gewählt. Das sind dann 24.04. Berlin minus AfD minus 3,0. Ich sage jetzt nur mal die Minuszahlen und war eigentlich aus dem Stand 6. Mit die Verteilung der Sitze, mögliche Koalitionen. Ja. Und ne, plus 2,9, minus 3,4. Also man kann echt sagen, dass die Ampel immer, ja, hier nochmal plus 1,6, immer meistens verliert. Ne? Und Wagenknecht nimmt natürlich allen Parteien hier auch Prozente ab. Ne? Sachsen. Da wird ja auch jetzt gewählt. 3.4. minus 1,3 plus 1,0 gleich auf fast. Ne? Wagenknecht 11%. Der Rest spielt schon bald hier. Seht ihr das? SPD an 6%. Grüne 5,8. Linke nicht mehr dabei. Freie Wähler, FDP abgeschlagen. Gar nicht mehr hier drin. Mögliche Koalitionen. Plus minus. Ja. Ist aber noch vor der Europawahl. Das muss man ja auch nochmal dabei so sehen. Also sind nicht mehr die aktuellsten Zahlen hier in Sachsen. Da wäre mir auch interessant, wie da die Stimmung da hier vorne, wie sich das alles hier verschiebt, ne? Rheinland-Pfalz. Manuel Dreyer. Genau, hier. Also haben wir plus 0, plus minus 0, minus 0, minus 2,0. Grüne. Aus dem Stand 4. So stark wie die FDP. Das wären die möglichen Sitze. Ja, ich werde aber dann auch hier die Wagenknecht-Partei, ne? Wenn man die FDP, das sind Freie Wähler, Entschuldigung. Okay, ach, Freie Wähler in Rheinland-Pfalz auf 7%. Wow. Das ist ja auch hier, ne? Freie Wähler plus 1,6 aus dem Stand 4.
plus minus, ne? Manuel Dreier verliert hier ganz klar. AfD plus 6,7, das war Rheinland-Pfalz. Dann haben wir Niedersachsen, Herr Weil, glaube ich, ne? SPD, CDU gleich auf. AfD dritte Stelle, plus 7%. Wagenknecht gar nicht vertreten. Okay, ganz alte Zahl. Ja, das ist natürlich, das sind denn ganz alte Werte, die eigentlich gar keine, ja, da müsste man mal eine neue Umfrage hier mal reinbringen an die Leute, die das machen. Habt ihr da keine Umfragezahlen? Wäre mal interessant, aber da hab ich ja keinen Einfluss drauf, ne? Schleswig-Holstein noch. Auch eine ganz alte Zahlen. Okay, da gehe ich mal kurz hier so drüber, weil die habe ich ja schon mal mitgeteilt. Ja. Nur mal vollständigkeitshalber. Und dann haben wir noch Bremen. Ja, da wurde auch gewählt. Da ist ja die, ne, da ist ja gewählt worden. Da ist ja die Wagenknecht-Partei gar nicht, ach, die AfD gar nicht angetreten. Und hier hat man denn da dieses Wahlergebnis, ne? Haben wir da keine Umfragewerte? Das ist ja auch schade eigentlich, dass wir hier keine neuen Umfragewerte haben, ne? Könnte man eigentlich auch mal hier nochmal fragen, hier, ne? Also mal an die Davum. Okay, das, ich schalte mal hier raus, mache nochmal ein Schlusswort. Also, hier muss man sagen, dass die BSW, die Sarah Wagenknecht-Partei, doch aus dem Stand hier auch gerade im Osten sehr stark dazu gewonnen hat und viele Prozente geholt aus dem Stand. Und die wird auch hier im Osten, wird sie auch entscheiden, wer an der Regierung kommt. Die könnte vielleicht die Königsmacherin werden in manchen Konstellationen, Koalitionen, wer mit wem. Also das bleibt hochspannend. Und da muss man jetzt nochmal hier an da, wo mal die anderen, wo alte Zahlen sind, weil das möchte man ja doch wissen, wie der Trend in Bremen oder hier in wo war das, Hessen, die alten Zahlen dann nochmal ein bisschen so aktualisieren, weil es ist ja doch interessant, wie hier das hier so läuft. Okay, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was war für euch sehr überraschend, was hat gefehlt, was sagt ihr zu der Sarah Wagenknecht-Partei, ist die gut, kann man darauf zählen, ist das die Linke 2.0? Ich weiß es nicht, weil wenn man da sieht, wie sie abgestimmt hat, wo ich dann ein Video zu gemacht habe, hier gegen Überwachung, Abschiebung, Schließung der Blauen Moschee und politischen Zentrum hier in Köln und in Berlin, da hat die BSW geschlossen dagegen gestimmt, ne? Also gegen den Antrag der CDU, die eigentlich das hier bekämpfen wollen, Grenzen zu, geht ja auch in die Richtung rein, keine Illegalen mehr hier reinlassen. Da muss Wagenknecht auch sich ganz klar auch bei Abstimmungen auch sich dafür aussprechen, das hänge ich ihr so ein bisschen an, dass die da nicht gegen den politischen Islam auch aktiv werden möchte mit ihrer Partei, mit ihrem Verein, hier Bündnis, nicht dagegen arbeiten möchte. Aber wie gesagt, das ist das größte Problem neben dem Krieg mit Russland und mit der Einwanderung. Das andere ist alles nachgelagert, weil durch die ganzen Sanktionen gegen Russland zahlen wir erst die hohen Preise, kommen die hohen Gaspreise hier rein, die großen Strompreise mit CO2-Bepreisung, hohe Lebensmittelpreise und die Mittel- und die Unterschicht können das kaum noch bezahlen. Wir haben Wohnungsnotstände und wir holen uns noch die Ärmsten der Ärmsten hier ins Land und reden davon, als wären das alles Fachkräfte. Geht mal in die Schulen rein, geht mal in solche Brennpunkte rein, in manche Stadtteilen. Da bekommen vielleicht sollte man da wirklich mal die Politiker mitnehmen, dass das vielleicht ein Pflichtprogramm sein muss, hier in Brennpunkte reinzugehen, weil deren Kinder gehen bestimmt auf Internate oder hier ins Ausland, dass sie auf private Schulen gehen, die werden damit gar nicht konfrontiert, weil die leben ja auch hier durch ihre Diäten, durch ihre Einnahmen, die hohen Beamten, Politiker und die leben ja in ganz anderen Wohnbereichen, privat abgeriegelt und haben ja mit der Realität nichts zu tun, also ganz wenig, die nur mal durchfahren, ach, das stimmt so, ja, das sind verschiedene Welten, die da hier existieren und wir schaffen das,
Frau Merkel hört man ja auch nicht mehr, ne, hat die ihre Büro, macht hier noch irgendwas, aber steht überhaupt, als wenn die gar nicht mehr leben würde, hat das ja alles hier mit zu verantworten, die Einwanderung, Atomausstieg und das ganze Aussetzen, Aussparen, das fällt jetzt der Ampel vor die Füße, muss man auch hier ganz klar so sehen, aber die Ampel beschleunigt das alles noch. Die sagt nicht, die handelt nicht dagegen und die Bevölkerung merkt das, besonders die Leute hier im Osten, ist das Land auch schon zweigeteilt, hier im Westen noch CDU und im Osten die blaue Partei AfD mit Wagenknecht. Wir werden sehen, hier wird sich vieles verschieben. Wir werden sehen, wann das hier im Westen auch ankommt. Auf jeden Fall ist die AfD ja schon in vielen Landtagen vertreten, ich glaube in allen fast. Und ja, in Bremen glaube ich nicht, aber sonst sind sie überall präsent, sogar in Bayern. Und ja, der Trend kann nur noch besser werden. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ne? Okay, das soll es gewesen sein. Video schon eine halbe Stunde, aber war ja viel viel Information, viel Daten. Und ich denke mal, jo, schreibt Kommentare drunter. Teilt das Video, aktiviert die Glocke, lasst ein Abo da und dann sage ich bis zum nächsten Video.